Da, aber wir gucken mal, vielleicht können wir was vom Der Schatz mitnehmen. War doch recht schlecht versteckt. Der interessiert sich nicht für diesen riesigen Schatz. Ein da. Wahrlich herrliches Stück und in einem so guten Zustand. Ach, und da hat er sein Holzbein. Das sieht sich wenigstens fürs Schwert. Wenn schon nicht für den Schatz. Ach, schade. Ach, diese Stange hätte ich jetzt noch mitgenommen. Könnte auch recht hilfreich sein. Wenigstens unten. Ein bisschen Gold in die Tasche stecken. Ah, da merkt man, Holmes ist ein eigener Charakter. Jeder andere hätte irgendwas mitgenommen. Außer ein Schwert. Klar, Schwert braucht man immer, wenn man... Ich kann nicht darüber springen, es ist zu weit. Watson, wo ist mein Boswell, wenn ich ihn brauche? Haben wir noch dieses Mundstück? Nee, denn so. Watson! Watson! Hier bin ich, Holmes. Haben Sie einen Weg zum Leuchtturm gefunden? Noch nicht, aber ich arbeite daran. Ich brauche Ihre Hilfe. Könnten Sie den Mast von einem der schiffbrüchigen Boote holen und ihn in den Spalt werfen? Einen Mast, sagen Sie? In den Spalt werfen? Ich werde tun, was ich kann, Holmes. Beeilung, Watson! Erst hat man das Gefühl, er denkt, Holmes wäre verrückt geworden. Und dann sagt er, okay, ich mach's. Sieht aus wie ein Vulkan irgendwie. Hui, große Karte. Jetzt hat er noch den Hammer gehabt. Schiffbrüchiges Boot, schiffbrüchiges Boot, schiffbrüchiges Boot. Da hinten sind die schiffbrüchigen Boote. Hier wäre noch ein Seil gewesen, aber das brauchen wir jetzt nicht mehr. Es müsste eigentlich etwas näher sein an dem Loch. Also, wo sind sie? Okay, ich muss zugeben, wir sind jetzt weiter als mit meinem Privatspiel quasi. Und damit weiß ich jetzt auch nicht mehr ganz so recht, wo und was und wie. Das sind nochmal Boote. Ach, hier komme ich nicht vorbei. Hier lang. Hier wird noch ein Seil gewesen. Und alle Seile werden kaputt. Da. Ach Gott. Und schon wieder. Kann riesen Mast in die Tasche stecken. In die Hose. Einfach so in die Hose quasi. Und wie man ja sieht, hat er seinen Eimer nicht mehr dabei. Seine Tasche. Gut animiert ist der Mast. Dann mal rüber. Und wir machen wieder einen auf Speicher verrückt. Einmal speichern. Und hier kommen wir raus. Super. Das Licht muss aus dem Leuchtturm kommen. Was ist das für ein höllischer Gestank? Keine Zeit für Spekulationen. Ich muss diesen Stein anheben. Menschen da in der Mitte, ja, sieht so aus. Diese Lampen erzeugen einen tödlichen Rauch. Wir müssen diese Feuer löschen, und zwar schnell. Ein Eimer und etwas Wasser. Beeilung, Watson! Diese Lampen erzeugen... Dann lassen wir mal Watson. Ich bin sehr froh, dass... Oh mein Gott! Was für ein Verrückter könnte... Wenn wir es herausfinden wollen, müssen wir einen Weg auf die Spitze des Leuchtturms finden.
Hat er noch einen Eimer? Nee, kein Eimer. Dann gucken wir mal da hinten irgendwo, ob es da einen Eimer gibt. Ich habe da drin jetzt keinen Eimer gefunden. Wir brauchen einen. Weil da gibt's Süßwasser. Hier. Tatsächlich! Fässer mit Süßwasser! Wahrscheinlich Regen aufgefangen. Ach ja, hier gibt's. Das hier werde ich mitnehmen. Ich muss zum Leuchtturm zurück und zwar schnell. Wozu ist da geblieben? Und so schreckt er mich immer, weil er mitkommt. Und jetzt ist er da geblieben. Wahrscheinlich starr vom Anblick, zumindest wäre ich das. Bravo, Holmes! Wie schlau Sie sind, Mr. Holmes und Dr. Watson. Sie sind uns auf die Spur gekommen und haben diesen Narren Arneson gefunden. Ach, der liebe Arneson. Ja. Sagen Sie mir, wie geht es seiner Hand und wie seinem Kopf? Ich bin Aschmat, Rechtgläubiger der großen Alten. Er zittert, ihr Narren. Ich werde euch mit Blei füllen und mit Kraken stopfen. Ja, jetzt wissen wir auch, wer... Sehr interessant. ...dafür verantwortlich war bei den... in London. Bravo, Holmes! Ich speichere nochmal. Der ist mir doch zu schießwütig. Bravo, Holmes! Daneben. Beeilen Sie sich, Holmes! Nichts. Bravo, Holmes! Vorsicht! Höchstwahrscheinlich wartet er oben auf uns. Ich werde versuchen, ihn in Schussweite zu locken. Und diesmal zielen Sie auf seinen Kopf. Holmes, aber ich habe keine Kugeln mehr. Dann ist das Schicksal gegen uns, Watson. Außer, wenn sein Glaube seine Stärke ist, dann ist er vielleicht auch seine Schwäche. Ich brauche etwas. Hier ist es. Jetzt brauche ich noch etwas Blut, um das Zeichen der großen Alten zu schreiben. Ja, nämlich wie Watson, wie Holmes ja rezitiert hat, gibt es diesen einen Satz und dieses eine Zeichen. Und man muss jetzt schön puzzeln. Jetzt nämlich dieses Pentagramm mit diesem komischen Auge da malen quasi. Nee, passt nicht.
das ist das Falsche entfernt. So. Mit diesem Sanduhrauge. Nee? Ja. So, jetzt noch ein Stück. Nee. Da, ja. Na bitte, geschafft. So, und jetzt haben wir das Bild. Und jetzt können wir ihn... Gnarte, Gwidelim, Lisrte, Sibylle. Damit erschrecken. Zu Tode ängstigen. Anscheinend. Und weiter geht's. Ach Gott. Verschlossen. Wir kommen nur hinein, wenn wir sie einschlagen. David? Hira! Kamera sabara, kamera re! Hira! Es wird nicht schön für deinen Freund und für dich auch nicht, mein Lieber. Ach, da ist Dirty Summers. Ich würde schon sagen, Dirty Harry, aber das ist mit seinem Silberauge. Na los, bring mich um! Du kommst zu spät! Nichts wird den Meister davon abhalten, sein Werk zu vollenden. Und warum das? Die Tür ist mit einem Vorhängeschloss gesichert. Und solange mein Freund am Leben ist, wirst du diesen Schlüssel niemals bekommen. Er hat deinen jämmerlichen Kumpan bestimmt zerquetscht wie eine Fliege. Glaub mir, er ist ein besserer Kämpfer als ich. Hör auf mit dem Geplapper. Wo ist der Schlüssel? Da kommt mein Freund. Wo ist der Schlüssel? Hör zu, du Narr. Was hast du von diesem großen Ereignis, wenn du Kopf und Hände durch das Schwert verlierst? Du hast recht, mein Lieber. Egal, du kriegst diesen Schlüssel nicht, solange mein Freund am Leben ist. Er ist tief und sicher verwahrt in seinem... geschrien. Holmes, ich komme rechtzeitig. Wie immer, Watson, wie immer. Ich hatte ziemliches Glück. Beim Sturz hat sich mein Angreifer den Hals gebrochen. Aber mir ist kaum etwas passiert, nur ein paar blaue Flecken. Ich bin froh, Sie gesund und munter zu sehen. Jetzt müssen wir zur Spitze des Leuchtturms. Ach, noch mehr Treppen. Also weiter. Jetzt können wir, glaube ich, rennen. Schalten Sie, nachdem Sie den Wächter getötet haben, den Leuchtturm schnell aus, sodass er vom Licht des Meisters ersetzt wird. Sonst geht der Traum nicht in Erfüllung. Wilchester. PS, wir sehen uns in einigen Tagen. Okay, kein Wunder, dass die Schiffe zerschellen, wenn der Leuchtturm aus ist. Und der Wärter tot. Die Tür ist fest verschlossen, mit einem riesigen Schloss. Der Mann da drüben. Oder eher da unten. Er sagte mir, dass ich den Schlüssel nicht bekommen würde, solange dieser Hindi am Leben ist. Wo könnte er ihn wohl versteckt haben?